Hallo, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zum dritten Part des Chill-Projekts nach Donkey Kong Country Tropical Freeze. Naja, oder wobei, es ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber so gut wie zu Ende. Auf jeden Fall, ja, betreten wir das Bonuswelt der ersten Welt. Level 6 plus. Ja, ich finde es ja auch geil, dass sie da so ein Bonuslevel haben. Das bin ich ja gewöhnt. Ich bin mal gespannt, ob dieses Level eine Eigenart darstellt, weil vielleicht ist es ja ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall war das schon mal gar nichts. Moment, was ist da? Habe ich auch was gesehen. Ah ja, gut, nur ein paar Sterne. Naja, gut. Naja, jetzt nicht so der Wahnsinn. Aha. Gut, da konnte ich jetzt nichts machen. Aha. Wir werden irgendwo hingeschossen, wo wir keine Ahnung haben. Ich würde mal sagen, wir gucken auf jeden Fall mal in jede Richtung, auf jeden Fall. Aha, das war auf jeden Fall so ein Glücksbringer. Gut, aber das ist ja nicht so mein direktes Ziel. Okay, ich darf nicht mehr erkunden. Interesting. Okay, jetzt sind wir wieder auf richtigen Boden, wie mir scheint. Auf jeden Fall möchte ich, wie gesagt... pass auf, du komischer Wendel, die auf jeden Fall, wie gesagt, den Stern finden. Und selbst wenn es das letzte ist, was ich tue. Aber das wird es nicht, weil wir auch noch eine weitere Welt machen. Okay. Jetzt muss ich vielleicht selber den Baum irgendwie zum Zerhacken bringen. Und dann muss ich erstmal da... Ah, okay, ich sehe schon, was ich da tun muss. Genau. Baum fällt. Bam. Und dann kommen wir zu der Truhe. Und da haben wir einen Glücksbringer. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass ich da links lang soll. Deshalb lassen wir das auch mal und gehen einfach weiter. So, das wird jetzt nur natürlich blöd. So in der Luft. Aber gut. Und das da habe ich auch schon gesehen, dass da was ist. Das war auch nicht zu übersehen, aber gut, das sind ja auch ins Anführungszeichen nur ein paar Sterne. Ja, wenn das so weitergeht, dann werden wir noch viele Leben haben, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich da irgendwo Leben verlieren hätte sollen, aber gut. Wir sind ja auch gerade mal erst in der ersten Welt, da ist das Niveau ja noch nicht ganz so groß. Aber gut, das kann sich alles noch ändern. Okay, da haben wir nichts mehr. So, euch drei besiegen wir mal auch ganz schnell. Was haben wir da? Auch nur, so ein Stern. Gut. So, du gehst auch schon drauf. Brauchst keine Panik zu haben. Du wirst auch besiegt. Okay, dann geht's da lang. Ach, da waren jetzt noch solche Sterne. Naja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich die Sterne nicht habe. Ich weiß auch nicht, warum ich hier jeden einzelnen Gegner besiege, weil ich mich vielleicht dann dadurch besser fühle. Nein, das war jetzt auch ein Scherz, aber... Aha. So wollte ich schon gerade sagen, riesige Orangen. Aber nein, das sind natürlich auch wieder diese Felsbrocken. Aber so langsam frage ich mich, wo diese Sonnenstein gewesen sein soll. Oder diese Sonnensteinblume. Naja gut, vielleicht kommt sie ja noch. Was haben wir da? Nichts, okay. Könnte ja auch sein, dass sie das so fies in den Gruben verstecken. Wow, vorsichtig hier. Nicht runterfallen, Kirby. Das wäre jetzt nicht so super. Aha. Warum bist du hier doch bestimmt auch nicht ohne Grund? Jetzt haben wir nämlich wieder Feuer, aber können nämlich auch hier diesen Angriff machen. Es gibt nämlich... Wow. War es das so bei, die wundersame Spiegelwelt so? Ja, und das ist weg. Das ist solche bestimmte... ja, wozu saug ich? Auf jeden Fall, das ist so bestimmte, eine bestimmte Art von, Blöcken gibt, die man nur mit gewissen, einer gewissen Fähigkeit machen kann. Und hier sieht man doch... Out schon was. Ah, okay, zum Glück bist du wieder da. Oh Gott, was mache ich da für einen Blödsinn? Boah. Feiner wäre es so weit gewesen, dass ich das erste Leben verliere. Aber nur beinahe. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Och, da käme der gerade runter. So, wir machen das jetzt mal ganz,
ganz ruhig gehen, dass wir jetzt waren. Jetzt nicht so hektisch, sondern ganz ruhig. So, da die Gegner ja so schnell wieder spawnen, können wir das mal nutzen, werden mit dem hier schön runtergleiten. Und werden das Ding dann da gleich zerstören. Mit drei Beam-Leuchtdingern. Dann ist das doch gar nicht so schwer. Nur jetzt habe ich leider ein paar KP für ein paar KP nehmen müssen. Was ich eigentlich nicht gerne mache, aber gut. Jetzt müssen wir immer schön in der Luft bleiben. Autsch, und da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich sollte mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ich habe nämlich jetzt nichts mehr im Inventar. Oh. Oh nein. Irgendwann sagt mir, dass jetzt gleich schon wieder ein Boss kommt. Was ist das hier? Ach, Vogel. Da können wir zwar ständig solche Federn machen, aber... Ne, ich bin nicht der Freund von Vogel, Kirby. Deshalb bleiben wir wieder beim Käfer. Oh, danke. Das nutze ich auch sofort. Das habe ich jetzt echt gebraucht, das Ding. Okay. Wie gesagt, langsam möchte ich aber auch mal diesen Stern sehen. Aber es war klar, dass jetzt ein Boss kommt. Das ist wer? Block.dx. Aha, der hat, glaube ich, anscheinend eine Menge Verteidigung, sodass ich ein paar Treffer, dass er ein paar Treffer einsteckt. Oh, 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 vorsichtig. Nein, der kam da zurück. Das fand ich zwar cool gemacht, der Effekt. Boah. Der ist nicht einfach. Ach. Boah. Bisher zumindest, was ich so sehe. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Boah, ich lebe noch. Das finde ich ja schon so ein bisschen ein Wunder. Na, jetzt hätte ich ihn angreifen können, ich weiß. Und da ist es passiert. Der erste Death. Im dritten Part. Und das war so schlecht. Naja. Lag aber auch ein bisschen daran, dass ich mich vorhin etwas blöd angestellt habe. Sonst hätte ich es gleich geschafft. Naja, jetzt werde ich es definitiv nicht verhauen. Also wenn wir es jetzt richtig peinlich. Vor allem, weil ich jetzt ja noch was im Inventar habe. Also jetzt werde ich es ja wohl schaffen. Oh. Ja, jetzt werde ich das schaffen. Oh, gut ausgewichen. Ja, jetzt hat er weniger als die Hälfte. Ja, also wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann wäre das echt peinlich. Das muss man so sagen. Ich glaube, ich bin das vorhin ein bisschen zu ängstlich angegangen. Oh, und wir sind Stein. Damit können wir schön runterknallen. Und das finde ich auch cool, dass Kirby immer so verschiedene Formen annimmt. Aha. Das kann ich jetzt aber nicht, dass man sich auch so bewegen kann. Aber er kann auch so rollen, ne? Ja, genau. Zumindest ein bisschen. Aha. Ein bisschen Dinger. Und da ist der Stern. Juhu. Cool, hat auch alles geklappt. Alles geklappt, was wir wollten. Auch wenn wir leider das erste Leben nutzen mussten. Auch wenn es ein bisschen peinlich war. Aber gut, dann können wir auf jeden Fall noch mit der nächsten Welt beginnen. Und mal wieder ein ziemlich guter Bonus, ob das für 1 reicht. Nee, das ist nur 2. Naja, man soll's. Schade. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht mein Ziel. Ein Ziel wäre es gewesen, nicht ohne einen One-Up zu verlieren. Also ohne einen Abverlust, das Abenteuer zu überstehen. Aber das hat ja, wie man ja gerade gesehen hat, richtig gut geklappt, nicht wahr? Gut, dann hätten wir die erste Welt abgeschlossen und können uns jetzt zur zweiten begeben. Und da können wir uns richtig drauf freuen. Weil die sieht ja sehr, sehr lustig aus. Ich sehe Schokolade, ich sehe Spielzeug, Lolliland. Ah ja. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viele Sterne es hier gibt zu sammeln, aber das werden wir ja gleich sehen. Ach ja, da geht doch einem richtiges Herz auf.
Und wir sind Schirm-Kirby, da können wir schön durch die Luft gleiten. Na, hau ab. Oh, die sind böse, die sind böse. Wenn man die nämlich versucht einzusaugen, ach, dann werden sie richtig wütend und gehen auf einen los. Oh, ich bin wieder Schirm. Cool, ich dachte, ich wäre jetzt Stein. Oh, was hast du denn da Feines? Aha, eine Maschine, die mit Bonbons, wirft, okay. Oh, und hätten wir den eingesaugt, dann wären wir zu Schlaf-Kirby geworden. Und ja, dann können wir uns für eine Weile nicht bewegen. Und das ist die unnötigste Fähigkeit, meiner Meinung nach, die es gibt. Was war das denn jetzt gerade schon wieder? Unnötig, genau, das war's. Das Wort lag mir auf der Zunge. So, ich habe jetzt erstmal kurz hier versteckt, damit ich mich wieder... Ja, damit es jetzt wieder weitergehen kann. Ja, mach mal kaputt. Ach, da ist nichts. Ja gut, dann eben nicht. Hätte ja sein können, dass da was ist, aber nö. Nee, ist auch nichts mehr. Und du gibst mir jetzt einen kleinen Bonus. Nice. Ja gut, nutze ich eben und dann nutzen wir die Kirsche. Aha. Ich weiß nicht, was das für eine Peitsche. Aha. Kirby Indiana Jones. Indiana Jones Kirby oder... Scheint mir so auf jeden Fall. Die Fähigkeit kenne ich aber auch noch nicht. Oh, Mega Wheelie. Ein riesiges Rad mit Auge. Nur ich merke gerade, dass diese Fähigkeit mir vielleicht bei ihm jetzt nicht so hilft, weil der rasend schnell ist und ich... jetzt nicht sehen kann, ab wann er das jetzt, ab wann er losdüst. Ja, war ja klar. War ja klar, dass er es jetzt macht, wo ich genau dann auf ihn zustürme. Aber wenn er angreift, ist es eigentlich eine gute Art, auch anzugreifen. Oh, jetzt geht aber ein kleines bisschen ab. Aber nur ein kleines bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. So, mach's gut. Und dann nutzen wir ihn natürlich auch direkt und werden zu Rad. Das finde ich auch ist eine coole Fähigkeit, wenn man da schön drauf losfahren kann. Und er auch stylisch aussieht mit der Cappy. Sozusagen sind wir jetzt auch unverwundbar, außer natürlich vor Stacheln. Da sage ich mal nichts zu. Aber hier gibt's ja direkt das nächste Rad. Von daher muss ich ja auch keine Panik haben und ihr seht es vielleicht auch, man kann dann auch einfach da durchfahren. Das wäre mir mit einer anderen Fähigkeit nicht vergönnt gewesen. Aha, Schalter. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil der mit der Zeit weggeht. Ja, ich glaube, das Rad ist hier nicht so schlecht. Genau, das Rad ist ja definitiv nicht so schlecht hier. Wenn ich doch die Fähigkeit habe, kann ich die doch einfach auch benutzen. Ich war Kirby. Genau, das sehe ich auch so. Und ja, da rede ich die ganze Zeit von, ja, nur mit Rad kommt man da durch. Und was mache ich jetzt? Oh mein Gott. Ach, du schon wieder. Du kommst auch mal wieder. Ah, sehr interessant. Hab dich echt vermisst. Nein, nicht wirklich. Wenn ich auch ehrlich bin, erinnerst du mich gerade an diesen einen... Idioten da aus Donkey Kong Country, der da auch mit so einer riesigen Maschine meinte, da richtig cool zu sein, obwohl das überhaupt nicht war. Vielleicht erinnert ihr euch an diesem lustigen Raketenlevel. Weil ich fand das nämlich gar nicht lustig. Aber gut. Ach, kann ich dich jetzt runterschubsen? Tschüss! Tja, das war's. Das war wohl nix. Und da komme ich doch bestimmt rüber, ne? Jawohl. Das musste man sogar machen, weil sonst käme man nicht an das Ding ran. Nicht schlecht. Das hat mir jetzt auch gefallen. Den musste man dann nämlich runterbringen, weil der hätte nämlich diese Dinger kaputt gemacht und die Truhe wäre weg gewesen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir sind auch schon beim Ziel. Okay, das Level kam jetzt ein bisschen kurz vor. Na gut. Dann werde ich noch ein Level reinpacken können in den Part. Oh, und voller Bonus. Langsam habe ich es, glaube ich, drauf. Langsam habe ich's drauf. Nicht schlecht.
Aha, ja, das ist der Wahnsinn, diese ganzen Dinger, die man kriegt. Naja, mehr oder weniger. Wie gesagt, da will ich ja nicht alle haben. Denke ich mal, hier stand jetzt. Vielleicht überlege ich es mir dann doch noch alle einzusammeln, aber jetzt erstmal nicht. Gut, nächstes Level. Welt 2 im Lolliland. Der Name erstmal Lolliland. Oh Gott. Oh, ich glaube, wir werden jetzt gleich schon unter Wasser gehen, wenn ich das mal so deuten kann. Ah, und du meinst mit deinem Bogen jetzt zu nerven? Naja, dann lass das mal lieber stecken. Und ich möchte jetzt das One-Up auch noch haben, damit wir schön gerade 15 haben. Wunderbar. Ja, Schwimmen ist natürlich auch so eine Sache. Das mag ich auch nicht so an Kirby, weil der schwimmt. Na, wie soll ich sagen, nicht gerade so ganz toll. Naja, gut. Vielleicht müssen wir doch noch nicht schwimmen. Oh, aber nicht hier runterfallen. Das wäre nicht so gut. Oh, solche riesigen Fische habe ich aber auch noch nicht gesehen. Boah, hast du ein Problem oder was? Scheint mir so. Ach, ich krieg sogar gar nicht die Boomerang-Fähigkeit. Ich weiß aber, dass das eine war. Zumindest als Armor-Kirby war es die wundersame Spiegelwelt. Ah, und jetzt ist es soweit. Jetzt dürfen wir schwimmen. Wenn wir unter Wasser sind, können wir nicht unsere Fähigkeit verwenden. Hier können wir nur mit Kirby Blasen blubbern. Früher konnte man dann so eine Fontäne ausspucken, aber jetzt sind es Blasen, okay. Oh, und ist das nicht süß, wenn er da so schwimmt mit dem Schwimmreif? Keine Ahnung, wo er den auf einmal hat, aber naja, gut, ich frag mal nicht nach. Da frage ich nicht nach. Und was bist du für einer? Hast du eine Fähigkeit? Nein, hat er nicht, sonst hätte ich jetzt nicht wieder Boomerang. Aha, der ist im Vordergrund, okay. Ja, das macht es mir auch nicht so ganz einfach hier. Weil ich kann ja, wie gesagt, habe hier keinen 3D-Modus. Und dann sieht das auch so aus, als wären die eher größer. Und das ist jetzt auch so eine Fähigkeit, was man gut mit dem Bumerang abschneiden kann. Ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe ja schon mal von diesen Seilen erzählt. Das geht, glaube ich, nur mit den, mit dem Boomerang und mit der Schwertfähigkeit. So, jetzt natürlich richtig setzen. Jetzt. Wunderbar. Wie gesagt, also bisher stellen mir diese Dinger da kein Problem. Und ich sehe gerade, das hat 4 Stück. Oh Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich dieses Level vielleicht nicht angefangen. Na gut, aber dann wäre der Part vielleicht auch ein bisschen zu kurz geworden. Naja, gut. Wobei so ein kürzerer Part ja eigentlich auch nicht so schlecht ist. Man muss ja nicht immer 20 bis 35 Minuten Parts machen. Naja, gut. Einmal ist es jetzt auch nicht so schlimm. Wobei es bei mir eigentlich nicht einmal ist, sondern meistens ist es eigentlich eher Standard. Naja, gut. Aha. Okay. Ja, gut, das ist jetzt dieser nächste Bonus. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ach so, so komme ich dahin. Na, und der war jetzt natürlich nicht im Vordergrund. Ja, ich mache jetzt mal eben den 3D-Modus hier an. Ich weiß, das seht ihr jetzt nicht, aber das ist mir jetzt ein bisschen hilfreicher, wenn ich das sehe. So. Ich gehe mal nochmal kurz weiter, aber da ist nichts gut. Dann können wir jetzt wieder nach vorne gehen, in den Vordergrund. So. Ja, man könnte jetzt natürlich auch noch da was verstecken, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Vertraue den Entwicklern mal, dass da nichts war. Kann ich mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, was geht's denn jetzt hier weiter? Oh. Ach, wieder mal Meganova. Das kam mir bisher viel zu selten vor, nicht wahr? Aber so gar nicht selten kam das vor. Ah, ein Spielzeugauto. Was macht man damit? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ah doch, ich weiß schon. Ich weiß es schon, das muss ich da auf den Schalter stellen. Das muss ich da auf den Schalter stellen. Okay. Was ist das? Für eine komische Maschine. Ah, doch, ich sehe schon. Ich sehe schon, was ich machen kann, damit die Laser mich hier nicht behindern. Auch coole Idee. Coole Idee und eine Brücke aus Puzzleteilen.
Ah ja. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Naja, gut. Boah, vorsichtig, meine kleinen Fischis. Euch, ja, es ist vielleicht besser, wenn Kirby euch verspeist. Ach nee, ich glaube, den muss ich... Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Oder habe ich mich... Ach nee. Ja, nicht schwer. Okay, ein Eisblock. Hier unten ist nichts. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Boah, wow, Mega-Rakete. Aha, da kommen wir weiter und dann ist dann nur was zum Heilen, okay. Immer schön die Gegend gegeneinander schleudern. So, und dann darf noch einer kommen und dann werden wir wieder hier weitergehen. Und da ist dann ein One-Up. Cool. Ja, wie gesagt, wir werden viele, viele One-Ups haben, so merke ich. Aha, mit dir. Okay, dann gehe ich, glaube ich, noch... Oh. Cool. Kann ich jetzt nicht mehr zurück. Na, klasse. Das erste Mal, wo ich etwas... Ja, schneiden darf. Ja, und hier müssen wir jetzt ein bisschen tricksen, weil hier komme ich ja drunter. Naja, wobei, so schwer ist das nicht. Ich schiebe das jetzt einfach dahin. So, dann behindern mich die nicht und ich kann mir die ganzen Sachen hier holen. Und ja. Aber gut, ich habe das Level gleich nochmal machen, weil ihr ja bestimmt sehen wollt, was da ist. Weil jetzt weiß ich nämlich, wie man dieses Eis da wegbricht. Ich dachte irgendwie, da wäre, muss ich irgendwas anderes machen. Aber so kann man sich auch täuschen. Okay. Wir rollen was aus und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen retro, wie mir scheint, weil das ist das erste Kirby. Oh, gut, dass der da gehalten wurde. Ja, das ist nämlich eine Szene aus dem ersten Kirby. Zumindest ein Bild davon. Oh. Das ist der dritte, ne, der vierte, ne? Ja. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall schon, wo der dritte war. Auf jeden Fall, das war ein Hintergrund des ersten Kirbys für den NES. Auch aktuell spielbar in NES Remix 2. Und ja, ich würde mal sagen, das war richtig schlecht. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich dann noch, wenn ich eben diesen Stern hole. Weil das schneide ich euch rein. Ich denke mal, das ist im Interesse von aller. Cool, das erste Mal was verpasst. Kann ja nur besser werden. Oh, Meisterhand. Cool. Ich hoffe nur, dass ich... Na, ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal einsammeln muss. Auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich bei Stern 3. So, mein Lieber. Die schieben jetzt einfach mal ganz weit nach hier links, damit du mir das frei machen kannst. Und dann kommst du noch das Stückchen nach dahin und dann machst du mir keinen Ärger mehr. Und jetzt holen wir uns das Ding. Aber ich kann echt sagen, also in 3D sieht das nicht so schlecht aus, finde ich. So, und hier muss auf jeden Fall der nächste Stern sein, das ist klar. Nur... Ah, okay. Okay, das war ganz gut, was ich gemacht habe hier, merke ich. Dann können wir dich jetzt da gleich reinschieben. Ja, wobei... Kann ich da durch? Das möchte ich mal kurz testen, wenn ich da durch kann. Ah, kann ich nicht. Weil da werde ich auch dann nicht mehr durchpassen. Oder kann ich ihn auch von hier unten ausschieben? Ja, da muss ich jetzt mal kurz gucken, wie ich das mache. Da habe ich jetzt im Moment keinen Plan. Ja, aber jetzt komme ich dann eigentlich nicht mehr durch. Ja, okay. Das funktioniert auf jeden Fall so schon mal nicht. Dann müssen wir das anders machen. Dann musst du halt eben mal da durch zuerst. So, dann schieben wir dich genau dahin. Können nämlich so durchfliegen und jetzt kommst du nämlich weiter. Genau, so macht man das hier nämlich. Alles eine Frage der Technik. Und damit haben wir
Sonnenstern in 2-2. Gut, außerdem kann ich auch noch sagen, es gibt doch eine Bummer-Bogen-Scharf-Schützen-Fähigkeit. Frag mich, warum ich die vorhin nicht bekommen habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal das Level abschließen, dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich gleich nochmal kurz auf der Levelkarte zur Verabschiedung. Bis gleich. Würde das doch nur bei Mario gehen, so einfach diese Kugelwillis auszuschalten. So, und bei diesem schönen Kirby's Dreamland 1 für den NES-Hintergrundbild, ja, haben wir auch dieses Level abgeschlossen und verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Wenn der Part euch gefallen hat, hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, Daumen hoch wäre ganz nett. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part von Kirby Triple Deluxe. Bis dann und tschüss. Euer Jake.